Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, gerade eben ist die Glossy Box angekommen und die möchte ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Ne? Die Glossy Box September. Ich bin gespannt, was bei mir drin ist. So. Ja, das ist die Box. Oh, ist mir gleich ein Flyer weggeflogen und ein Schrank. Weggeflatscht. Ja, da haben wir wieder ein paar Flyer drin, ne? Unter anderem auch wieder HelloFresh, ne? Mit so einem 55-Euro-Gutschein und Formel Skin, ja, Home Zelt, genau, 20% auf die ersten 2 Monate. Mhm. Und Wayfair, 10% Rabatt auf meine Bestellung. Möbel wohl, ne? Ja, das sind so die Flyer. Sind ja jeden Monat ein paar Flyer drin. Ne? Sieht wieder ganz normal aus, so wie sie eigentlich so im Standard aussieht, die Box. Und schauen wir mal rein. Genau. Dann haben wir erstmal wieder das Heftchen. Pure Relaxation Edition ist das diesen Monat. Und da stehen dann die Produkte drin, die drin sein können. Preise und ja, so ein bisschen Informationen darüber. Auf. Dann haben wir hier noch so einen Flyer. Sie erhalten 25% Nachlass auf Ihren ersten Einkauf für Skin & Co. Roma. Für natürliche Pflege für strahlendes Aussehen. Okay. Das war jetzt in der Box mit drin. Mal schauen. Und der Kleber ist wieder sehr fest. Ja, geht wieder kaputt. Schön. Und so ist denn der Blick in die Box. Als erstes sehe ich hier von Barbour Ampullen. Ne? Hydro Plus, Intensivfeuchtigkeit, genau, 7 Ampullen, ab 2 Milliliter. Feuchtigkeitsampullen von Barbour. Ja, die sind toll, die hatte ich auch schon mal, diese Ampullen. Richtig schön. Da freue ich mich drüber. Dann haben wir hier drin von Vasenol Sofortreparatur Intensiv Rescue Body Lotion für sehr trockene Haut. Pflegt und repariert ab der ersten Anwendung. Ja, parfümfrei. Na, das ist einmal diese Body Lotion. Ist okay. Dann habe ich hier von Luvos Heilerde Naturkosmetik Hydromaske spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit Algenmeerextrakt und naturreiner Heilerde. Bestätigte Wirksamkeit, Ökotest sehr gut. Na, 2 Masken sind das. Für ein frisches und pralles Hautbild. Anwendung, die Maske gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, dabei Augen- und Mundpartie aussparen, nach ca. 10 bis 15 Minuten die Maske mit lauwarmem Wasser und einem Pad leicht einmassieren, einmassierend abnehmen, für eine optimal gepflegte Haut anschließend die aufbauende Luvos Gesichtsfluid verwenden. Mhm. Maske. Und ist das denn... Mhm. Nö, zweimal. Das ist zweimal die Maske, glaube ich. Genau. Okay. Was haben wir hier? Von Skin & Co. Roma Whippet Cleansing Cream. Whippet Cleansing Cream. Aha. Eine Reinigungscreme. So schaut die aus. Das sind... Steht das da, wie viele Milliliter das sind? Also ich glaube, das ist ja genau. Deswegen ist auch dieser Flyer da mit drin. Das ist wohl so ein Extra-Produkt wieder. Und da hat man dann jetzt auch, stand hier, 25%, wenn man was bestellt von der Firma. Ein, ja, eine Cleansing-Creme. Genau, da steht bestimmt nichts zu, ne, im Heftchen, oder? Doch, hier.
Originalprodukt würde 25 Euro kosten und das wären 150 Milliliter. Hier sind 20 Milliliter drin und die kostet 4 Euro. Ja, eine kleine Menge in die Handfläche geben und auf die feuchte und oder trockene Haut auftragen. Für eine gründliche Reinigung 30 Minuten lang einmassieren, mit einem Wattepad entfernen oder mit warmem Wasser abspülen. Ja, das probiere ich ja mal aus. Also, hier steht, sie befreit deine Haut effektiv von Make-up, Schmutz und Unreinheiten. Gleichzeitig wirkt sie beruhigend, hydriert und liefert wertvolle Nährstoffe wie Trüffelextrakt, Mandelöl, Malvenblätter sowie Kamille, ergänzt mit essentiellen Fettsäuren, verbessern diese die Spannkraft sowie der Teint deiner Haut und stellen ihre natürliche Feuchtigkeitsbarriere wieder her. Ideal für alle Hauttypen. Na, das probiere ich ja mal aus. Und, von Krylon ein Eyebrow Forming Gel. Professionell Make-up. Na, ein Augenbrauengel. Mit so einem Bürstchen. Können wir mal ausprobieren. Ne? Okay. Dann sollen die Augenbrauen ja so bleiben, ne, den ganzen Tag. So. Ja, wird etwas fester, ne? Ja, interessant. Benutze ich eigentlich gar nicht sowas, aber kann man ja mal ausprobieren, ne? Vielleicht gefällt mir das ja. Dann habe ich hier als letztes Produkt von Matt Musky ein Serum, ein Augenserum gegen dunkle Ränder. Genau, das schauen wir mal im Heftchen, was dazu steht. Ja, hier ist sie. Also das ist ein Originalprodukt und kostet 49 Euro. Genau, 30 Milliliter sind da drin. Die Haut unter deinen Augen ist im Vergleich zu anderen Körperstellen besonders dünn und empfindlich. Sie verdient es, richtig gepflegt zu werden. Diese Augenmaske wurde speziell für die sensible Haut unter deinen Augen entwickelt. Mit Inhaltsstoffen wie goldener Kiwisamen, japanischer Matcha-Tee, Blau sowie Goya-Beeren besitzt die Creme einen hohen Anteil an natürlichen Antioxidantien und verbessert die Elastizität deiner Haut bereits nach 4 bis 7 Anwendungen. Sie wirkt außerdem aufhellend und kann feine Linien im Bereich deiner Augen sichtbar glätten. Anwendung: Hände und Gesicht waschen, eine dünne Schicht der Maske auf die Haut unter die Augen auftragen und 8 Minuten einwirken lassen. Mit kaltem Wasser abwaschen. Das hört sich gut an. Eine Augenmaske ist das. Sehr schön von Musky. Na, ja, da freue ich mich doch drüber. Richtig schöne Produkte sind das. Ja, hier muss ich mal schauen. Ich habe ja nicht besonders trockene Haut, aber da findet sich bestimmt jemand in der Familie, der sich darüber freut, weil das ist für sehr trockene Haut, eine Bodylotion. Genau. Ja, das sind alle Produkte, die da drin waren. Ist die Box alle leer. was hätte denn sonst noch drin sein können? Von Darf eine Body Love Intensiv Pflege Handcreme. Und was noch? Was ist denn das? Ein Wild Lemongrass Moisturizing Day Cream, eine Tagescreme. Das wäre auch schön gewesen, mal so zum Ausprobieren. Ne? Eine vegane Gesichtspflege mit Jojobaöl ist das. Und sonst wäre noch drin gewesen von Sebamed ein Balsam Deo. Sensitiv Roll-On, ne? 48 Stunden Schutz steht hier. Die habe ich ja, die Creme. Ne? Und dann hätte noch drin sein können, Mentadent White Now Detox für weiße Zähne. Dank Soforteffekt mit ihrer White Connect Technologie hält diese Zahncreme deine Zähne nicht nur optisch auf, ihre Formel mit Aktivkohle und Tonerde entfernt auch
oberflächliche Verfärbung. Die hätte ich auch interessant gefunden, gerne ausprobiert, diese Zahncreme. Ja, die kostet 2,99 € und ja, Skin and Co-Roma, das habe ich ja drin gehabt, ne? Genau. Für einen strahlenden Trümmertest statt trockener Haut. Eine kleine Menge in die Handfläche geben, auf die feuchte und trockene Haut auftragen. Ja, das ist ja genau, zum Reinigen. Dann hätte ein Handschaum drin sein können von Bilou. Na? Und das sind hier die Produkte, die auf jeden Fall drin sind. Das ist einmal von Barbour, die Ampullen, dann die Matte Maschi hier Creme, Augencreme oder Augenmaske. Und der Augenbrauen, das Augenbrauengel. Genau. Ja, ich finde, es ist eine schöne Box. Gefällt mir gut. Ich freue mich, die Sachen auszuprobieren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Video gehabt. Die Preise werde ich euch oben noch einblenden. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.